Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Es ist etwas so Krasses passiert. Ich hätte nie gedacht, dass das noch möglich wäre in 2024, eigentlich Ende schon fast 25. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mein Sohnemann hat einen Spielkameraden, dessen Opa hat eine Scheune, Garagen voller Mopeds. Wir sind schon vor Ort, komm einfach nach. Standort schon geschickt. Bin hingefahren und was soll ich euch sagen? Seit langem nicht mehr so viele Mopeds gesehen, also Scheunenfunde, wirklich überkrass. Und haben natürlich komplett zugeschlagen. Und somit beginnt wieder eine schöne Zweitaktreise. Ich habe das erste Moped rausgesucht und natürlich nimmt es mir nicht übel. Ich habe dort weder in der Garage großartig gefilmt, in der Scheune. Ein bisschen was auf Instagram habt ihr gesehen. Aber aus Respekt natürlich vor der Privatsphäre halte ich dort keinem einfach die Kamera ins Gesicht oder sonst was. Ich weiß, es wäre super cool gewesen, aber wie gesagt, die Scheune, die ist, ne, einbruchsgefährdet. Dort ist das Dach eingekracht. Aber wir haben einige Mopeds, wirklich einige Dinger. Ich bin ein bisschen pleite jetzt, aber wir haben richtig geile Projekte. Und das erste Projekt starten wir mit einer Simson S51 B1 Viergang von 81. Das ist das gute Stück, meine Freunde. Das ist das erste Moped, was wir anfangen werden zu machen, weil es ist ziemlich komplett und es ist halt eine Viergang, also eigentlich so mit das Geist. Also ein Enduro wäre natürlich noch besser, aber damit bin ich auch zufrieden. Ich dachte erst an so, ja, komplett restaurieren, alles Sandstrahlen, neu lackieren. Aber dann habe ich mir die Preise reingezogen und die Leute stehen extrem auf diese Patina. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das Moped auch extrem. Obwohl ich eigentlich Rot über alles hasse, aber ich hatte mein Kumpel, der hatte auch ein Moped genau in der Farbe und dem ist mal im Suff Gulasch voll auf die Boxershorts, voll auf die Klöten gefallen und hat sich schön die Klöten verbrannt. Und der hatte dann den Namen Gulaschkanister und ich würde sagen, das Projekt hat direkt eine Taufe zum Gulaschkanister. Ich feiere den Namen extrem. Also das ist Gulaschkanister, das ist die Polen-Community, das ist der Gulaschkanister. Schön, dass ihr euch schon mal kennengelernt habt. Und der Gulaschkanister ermöglicht euch wieder einen schönen, erstmaligen 15% Rabattcode mit dem Code Gulasch-Kanister15 bei mir im Shop. Wie ihr wisst, unterstützt ihr mich damit. Ihr könnt auch ein bisschen was von der alten Kollektion abgreifen. Sei es ein Cap, der Skyline-Hoodie, das T-Shirt, noch von der Pisskoffer-Kollektion. Schaut gerne mal vorbei. Wie ihr wisst, alles fließt hier in die Projekte, ob in den Nissan Skyline oder jetzt hier in den Simich. Ich würde sagen, wir legen direkt los und zerlegen erstmal das Moped, ne? Sitzbank runter, Tank raus, den müssen wir definitiv bestimmt reinigen. Deckel runter, der Deckel ist noch, naja, nicht so geil. Ich schau mal, ob ich vielleicht einen Deckel auf eBay finde, der passend zu dem Rest hier passt. Ich fühle diese Patina. Lang geredet, wir legen los und zerlegen den Gulaschkanister. Die ersten Teile sind demontiert vom Moped und ja, ich hatte recht. Also es war vorauszusehen, dass wenn das Ding ohne Sprit dasteht und seit 93 steht, dass der Tank komplett rostig sein wird und dass hier doch das eine oder andere zu machen ist. Als allererstes auf jeden Fall, die Schläuche halten Luft, ja, also es zischt nicht. Aber der Dämpfer ist auf jeden Fall Fritter, also Dämpfer brauchen wir neu. Das Rad dreht sich und die Bremse funktioniert auch. Vorne dreht es sich auch, allerdings ist hier Bremse komplett fest. Und hier fehlt die Mutter. Das heißt, das Rad müssen wir einmal zerlegen. Hier innen drin alles sauber machen, zerlegen und neu machen. Dann ist mir aufgefallen, der Deckel zu unserer Unterbrecherzündung, der fehlt. Das heißt, den Deckel müssen wir organisieren. Hier fehlt der Gummi, der Stopfen hier zum Luftfilter. Ja, Zündkerze ist keine vorhanden. Und ansonsten schaut das alles ganz gut aus, bis auf das Schloss. Der Schlüssel, der drin steckte, der ist abgebrochen. Und danach habe ich noch probiert, das Schloss mit dem Schraubendreher ganz klassisch zu machen. Allerdings, das war so gammelig von innen und auch die Kugeln. Und mit Überbrücken hat rein gar nichts gebracht. Also ist das Schloss jetzt einmal
zerhämmert worden. Das wäre jetzt eh nichts geworden. Deswegen haben wir jetzt einen richtig dicken Kabelsalat. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Das ist recht einfach anzuschließen, weil es ist eigentlich nur Zündung, Lichter, Blinker und die Anlage hier oben. Das heißt, ich mache jetzt kurz mal nach Bautzen zur AKF, hole ein neues Schloss, eine Zündkerze und dann können wir schon mal gucken, ob das Ding einen Funke gibt. Und wenn es einen Funke gibt, können wir ja mal Vergaser sauber machen und dann eigentlich, ja, ich kenne das noch so von meinem Nachbarn, hatte man so einen Wasserkocher, den hat man immer so einfach nur einen Topf gelegt, der war so spiralförmig, konntest du einfach Wasser in den Tank machen, das rein, ne, mit diesem Zitronenzeug und konntest 3 Stunden durchkochen lassen, danach war der Tank blitzeblank. Ich werde mal schauen, was ich jetzt rankriege. Ja, so ein Tauchsieder heutzutage noch ranzukriegen, schwierig. Aber das können wir vielleicht mal in einem separaten Video machen, dass wir den Tank reinigen. Ich sag euch ehrlich, da ist richtig, richtig doll Kaffeepulver drin. Boah, stinkt der. Weil, wie man sieht, da drin ist richtig, richtig dick Kaffeepulver. Ja, ne, also, Digga, das ist ein Geruch. Den will man eigentlich nicht vermissen. Also es kommt schon hoch, so alte Erinnerungen, aber ja, willst, ist das heftig. Wir fahren kurz zur AKF, holen neues Zündschloss und dann schauen wir mal, dass wir direkt hier weitermachen können. Ich bin aus Bautzen zurück, ist ja nur ein Katzensprung von hier aus und ich habe die Sachen bekommen, plus ich habe noch Bautenzüge geholt, das ist mir nämlich gekommen, weil wenn wir die Bremse machen und alles und das Ding soll ja auch fahren, dann wäre es ja eigentlich auch ganz gut und das kostet nur ein paar Euro. Somit haben wir jetzt hier einmal alle nötigen Bautenzüge, hier ein neues Zündschloss und neue Zündkerze, das heißt, ich setze mich jetzt hier hin auf meinen schönen Temo Nonhocker und werde das Schloss jetzt mal verbauen. Kann ja nur was werden. Große Sprüche geklopft. Erstmal Google PDF-Datei suchen zum Anschließen. Let's go. Also, es ist jetzt alles richtig angeschlossen. Habe das Ganze 3-mal angeschlossen, durchgeprüft, Videos, Fotos einem Kollegen geschickt, der tiefer in der Materie sitzt. Es ist alles jetzt richtig. Ich hatte noch irgendwie in Erinnerung, ein Massekabel hochzuziehen. Das kam dann hier ran, bei einer Vape-Zündung, aber das ist ja noch eine alte Unterbrecherzündung. Und ja, wir haben keinen Zündfunke. Und das ist natürlich ärgerlich. Zündschluss können wir ausschließen. Das ist ja neu und es ist auch alles richtig angeschlossen. Und ja, Zündkerze ist eine neue. Es könnte höchstens nur das Kabel sein oder die Spule. Da fahre ich jetzt nochmal los. Besorge jetzt nochmal ein neues Zündkabel und neue Spule. Hätte ich mir eigentlich ersparen können, jetzt den Weg nochmal. Und einfach gleich alles holen. Aber du, hätte ja sein können, dass es halt läuft, ne? Ich meine, eigentlich hält das Zeug ja ewig, ne? Eher ist ja so, dass das Nachbauzeug scheiße ist. Also fahre ich jetzt nochmal los und besorge eine neue Zündspule, neues Zündkabel und hoffe, dass wir dann einen Funken haben, dass wir dann vielleicht noch Öl reinmachen und den ganzen Scheiß. Ich hätte ja schon Bock, dass die anspringt, dieses Video. Eigentlich wollte ich nur kleine Bestandsaufnahmen machen, aber ich habe ja schon wieder richtig Bock zu basteln. Also ja, kleiner Szenen-Switch. Okay, ich bin jetzt doch nicht losgefahren zum AKF, sondern war jetzt kurz beim Paul. Der hat mir nochmal seine alte Zündung in die Hand gedrückt, plus nochmal ein Stück Zündkabel vom Trabi. Hab nochmal mit ihm gesprochen und ja, wenn es das nie ist, er kommt auch nochmal gleich rum. Wir schauen nochmal die Grundplatte durch. Ansonsten, es ist halt 6 Volt Unterbrecherzündung, brauchen wir jetzt nichts vormachen, hat gar keiner Bock, das ist der größte Müll. Aber ich hätte es gefühlt, wenn es anspringt. Deswegen, ich würde das Kabel jetzt mal zurecht machen, ja, die Zündung einbauen, gucken, ob Funke ist. Wenn nie, messen wir nochmal die Grundplatte durch. Und wenn nie, dann scheiß drauf, dann fliegt es raus und bauen wir einfach eine Vape rein und tschüss. Ne, dann ist es halt so. Aber ich hätte es gefühlt, wenn der alte, rostige Gulaschkanister einfach aus eigenen Kräften hier wieder anspringt. Und ja, den Motor, den muss ich auch noch sauber machen. Da ist das ganze Harz drin aus dem Sprit, was im Tank war. Schauen wir mal, ob das hier vielleicht was bringt. Die neue gebrauchte Zündung ist verbaut. Wir haben immer noch keinen Funke. Und ja, jetzt werden wir noch den Laderegler tauschen. Und wenn nie, dann so eine Nachbauzündung. In der Hoffnung, also es kann nicht mehr sein, es kann nicht mehr sein. Das heißt, jetzt nochmal alles nochmal zerlegen, Laderegler tauschen und wenn es dann hier ist, dann ja, letztendlich die Zündung. Wie heißt das Ding nochmal? Ladedruckregler, ne? Wahrscheinlich der Ladedruckregler. Laderegler getauscht, der ist ein bisschen schimmelig und so. Der neue ist drin. Ja, immer noch kein Funke. Also kloppen wir jetzt die Grundplatte raus, stellen die ein und dann muss, also es kann nichts mehr anderes sein. Ich meine, es wird ja auch Sinn ergeben, weil als wir das Ding aus der Garage oder aus der Scheune gezogen haben, war ja der Deckel ab und Paul hat auch schon ab und es ist natürlich voll gesüfft mit dem Zeug, was da
aus dem Tank lief. Und was hast du gesagt? Simmering macht auch bald einen Abgang. Okay, dann müssen wir das auch nochmal neu bestellen. Okay, lass das Ding reinspaxen, dass er schon mal wenigstens läuft. Weißt du, so ein motivierendes Lebenszeichen. Das wäre toll. Das wäre super. Das einfach fürs Gefühl. Okay, Grundplatte ist drin. Grob eingestellt. Pi mal Auge. Mit Schraubenzieher. Mit Schraubendreher. Und... Jo, wir haben einen Funke. Oh, dann war's die Grundplatte. Paul, geiler Scheiß. Dann heißt es jetzt Vergaser reinigen, Bautenzüge zusammenbauen und mal eine Runde drehen. Auf kurz Vorderrad noch, ne? Okay, alles klar, dann bauen wir erstmal hier alles zusammen. Und das verfassen wir jetzt in einem kleinen Pörnchen. Wir haben auf jeden Fall jetzt unseren Siegessegen, dass das Ding anspringen wird. Geiler Scheiß. Ey, auf geht's. Okay, wir machen jetzt Feierabend. Das war's für mich. Auch ein Glück, dass ich das nicht gefilmt habe. Ich habe mir gerade fast den Finger abgeflext. Denn ich habe nochmal bei AKF Teile geholt und das nicht wenig. Neuen Vergaser, irgendwelche Gummis, hier Deckeldichtung, Schloss. Und genau wegen dem Ding hier habe ich mir fast den Finger abgeschnitten. Das sind für die Bautenzüge und eigentlich gehört hier so ein Schlitz rein. Ich habe, glaube ich, falsch bestellt. Ich wollte jetzt nicht nochmal losfahren. Und habe der Flex einen Schlitz reingeschnitten. Und damit habe ich mir fast auch den Finger abgeschnitten. Also das sagt einfach jetzt eins, es ist spät abends und ich mache jetzt Feierabend. Ich denke mal, das reicht aus. Was wir höchstens machen könnten ist, wir haben ja jetzt einen Funken. Ich sprühe jetzt einfach irgendwas rein und kick das Ding an. Und wenn es anspringt, dann bin ich motiviert, ab morgen weiterzumachen im nächsten Video, dass wir dann die erste Probefahrt machen. Das heißt, ich stelle euch jetzt nochmal auf und gucken, ob der Haufen anspringt. Was soll denn da schon schief gehen? Das wird so krachen. Okay, krass. Das Moped ist angesprungen nach so vielen Jahren. Natürlich, klar, mussten wir recht viel jetzt machen. Ja, also der Fehler war auf jeden Fall an der Grundplatte und der Vergaser. Ich habe jetzt hier einen neuen Nachbau erstmal. Denn der Originale, der schwimmt hier noch im Benzin drin. Der ist voller Harz. Also quasi das alte abgeschnittene Benzin, das ist da drin, das kriegst du null raus. Es war schon sehr schwer vom Motor, das alles abzukriegen. Deswegen, ich lasse es erstmal liegen und wenn nicht, dann fahren wir mit dem Nachbau weiter. Aber um das Ding richtig einzustellen zu können, müssen wir den Tank machen. Und ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video. Die Teile sind da, ich verabschiede mich jetzt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet ihr wieder nächsten Sonntag um 10 Uhr ein, wenn wir dann das Ding zusammenbauen, einstellen und auf die erste Probefahrt gehen. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen und denkt dran, mit dem Code GULASCHKANISTER15 könnt ihr bei mir im Shop noch Klamotten erwerben. Macht's gut und danke fürs Zuschauen.